Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Vlog so scheiße starten muss im Juli. Fast August und ich bin todkrank, Leute. Mir geht's so scheiße. I need help. Varush kommt jetzt und bringt mir ein paar Sachen, damit ich das überlebe. Mir geht's so scheiße. Leute, ein kleines Lebenszeichen von mir. Es ist jetzt der nächste Tag und ich fühle mich ein bisschen besser. Hi, Friends. Oh, unangenehm. Da dachte ich, hätte ihm Hallo gesagt. Hi, ich bin wieder gesund. Ich bin wieder back on track. Ich bin so happy. Ich bin so glücklich darüber, dass ich wieder gesund bin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Für mich geht es jetzt erstmal Sarah abholen. Und dann, meine lieben Freunde, geht's nach Gießen. Also nee, Frankfurt. Ich muss 2 Stunden Auto fahren, denn es wird was gemacht an mir, ne? Denn ich lasse meine Lippen wieder, ja, auffrischen. Ich habe die jetzt nämlich 6 Monate nicht mehr gemacht und ich denke, es wird wieder ein bisschen Zeit für ein kleines Fresh-Up. Ja, das ist ein neuer Arzt, den ich ausprobieren werde und ich bin sehr gespannt. Ich berichte euch und ja, jetzt hole ich erstmal die Sarah ab. Ich habe eine neue Brille von Purelay. Das ist jetzt auch keine Werbung oder so. Das habe ich einfach auf deren Event bekommen. Und ich finde die so schön. Eigentlich stehen mir keine Brillen. Aber ich muss sagen, die hat so die perfekte Größe für mein Gesicht eigentlich. Ich weiß nicht, mein Gesicht verschwindet immer so auf den Sonnenbrillen. So, wir sind angekommen in Gießen. Auf jeden Fall warten wir jetzt. Wir sind 40 Minuten zu früh da. Sarah ist schlecht, weil sie wird von langen Autofahrten immer schlecht. Vor so Schönheitseingriffen habe ich immer solche Panik. Als hättest du so mehrere gehabt. So. Ja, also was Lippen angeht, ich habe so eine Panik, ich habe so Angst, weil ich das ja schon öfters gemacht habe und ich immer Schmerzen hatte. Und ich habe es jetzt 6 Monate nicht selber gemacht und deswegen ist es gerade so schlimm für mich. Wir können in 5 Minuten hoch. Ich habe keine Wimpern mehr. Wo ist mein Herz? Fühl mal bitte. Ich spüre gar nichts. Wo ist es? Oh mein Gott, Yassi. Das war nicht schnell, ne? Ja. Ja. Maus. Engel. Das wird schon Maus. Maus. Wir stehen hier übrigens auf einem Parkplatz, wo ich gar nicht weiß, ob ich hier stehen darf. Aber bis jetzt ist nichts passiert und wir stehen ja schon 40 Minuten hier. Irgendwie habe ich jetzt auch Angst. Warum hast du Angst? Ich weiß nicht, weil du Angst hast. Hattest du beim ersten Mal auch Angst, als du richtig Angst hatte? Nein. Beim ersten Mal, Leute. Das war nicht normal. Ich hatte so eine Angst, dass Sarah ganz auf meine Hand halten musste. Wie so eine ich hatte so Nagelabdrücke in meiner Hand drin. Richtig bescheuert. Aber du fandest auch richtig schlimm beim ersten Mal. Ja. Es hat dir unnormal wehgetan. Ja. Und ich sitze hier voll geschwitzt und voller Angst. Ich habe so eine Panik. Ich bin gleich dran. Und die Frau hat mir schon meine Angst angesehen, die vor mir dran, also vor mir dran, ne? Und die so, alles wird gut, der macht das schon. Mein absoluter Favorite Mexikaner. Wie ihr seht, die Füße sind etwas dicker. Die sind aber noch angeschwollen. Und ich muss sagen, ich hatte so Angst und so Panik. Frag Sarah, mein Herz war am Pumpen. Aber es war doch nicht so schlimm. Also es war ganz okay. Ich bin ganz zufrieden. Ich war bei BB Aesthetics. Das war jetzt in Gießen. Ihr könnt ja mal auf Instagram schauen. Und ja, Daumen hoch für den Laden. Jetzt habe ich richtig Hunger, ich bin 4 Stunden Auto gefahren. Und ich muss auf Klo, seitdem wir da saßen. Aber ich wollte mich nicht da, also ich habe mich nicht auf Klo getraut. Aber jetzt traue ich mich auch. Geh hier. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss, Maus. Tschüss, Maus. Es war so lecker, dass ich vergessen habe zu filmen. Aber Sarah zwingt gerade noch das letzte Stück in sich rein. Weil wir nicht wollen, dass es unhöflich rüberkommt. So Leute, der nächste Tag. Okay. Der nächste Tag ist angebrochen. Meine Lippen sind noch etwas angeschwollen, also nicht wundern. Für mich geht es jetzt ins Büro. Ich hole nämlich ein paar Pakete ab. Unter anderem auch ein Paket, was mit meinem neuen bzw. erstem eigenen Produkt zu tun hat. Ich freue mich mega, bin mega aufgeregt und würde sagen. Bis dann. So,
Ich bin back. Ich konnte leider auf dem Givenchy-Event nicht dabei sein, weil ich ja krank war. Aber ich habe ein Paket von denen bekommen. Vielen, vielen Dank, falls ihr das überhaupt sehen solltet. Ja, ich habe ein paar Pakete bekommen. Das hier darf ich euch nicht zeigen. Warum wohl? Aber ihr könnt ja schon mal ahnen, was da drin sein könnte. So, ich bin jetzt mit Fabi und Sarah. Die Maus hat sein Portemonnaie nicht gefunden. Ich will reingehen, aber die lässt mich nicht. Der braucht jetzt wieder 40 Minuten. Wofür brauchst du dein Portemonnaie? Ja, bei Kennung. Dann lass ihn. Bei dir ist er. Oh mein Gott. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Sören, Sören. Wer ist Sören? Wer ist das jetzt? Endlich wieder Zeit gefunden mit Fabio. Guck mal ihre Lippen. Ich will es gar nicht sehen. Guck sie an. Hat die 4 Milliliter reingetan? Guck sie an. 18. Oh mein Gott, Jasmin. Das wird dir eh nicht reinschneiden, wenn ich sage, oh mein Gott, Jasmin. Ja, heute steht was Cooles an. Hier ist eine kurze Antenne. Und zwar gehe ich wieder zum Sport nach verdammten 2 Wochen. Und wenn du, wie lange? 2,5 Monate, 2-mal die Woche warst, sind 2 Wochen kein Sport schon extrem lange. Und es nervt mich mega, deswegen zwinge ich mich jetzt zum Sport. Das Ding ist, mein Trainer ist im Urlaub und ohne kann ich einfach nicht. Es fällt mir einfach sehr schwer. Und jetzt versuche ich es einfach mal und gucke, wie es läuft. Morgen geht's zum Friseur. Ich freue mich mega. Meine Haare sind ultra fettig. Ich wasche die heute auf jeden Fall nochmal. Ich nehme euch nicht mit, weil ich weiß echt nicht, wie es laufen wird. Und ich glaube nicht, dass es so hundertprozentig laufen wird, wie wenn ich mit meinem Trainer gehe. Aber versprochen, es kommt noch ein Video mit ihm, wenn ich mal trainieren bin. Ich melde mich auf jeden Fall später bei euch. Denn jetzt geht's los. Du hast eine Kollegin drin, ne? Jetzt bei uns. Hey! Hey. Na, ihr Süßen? Genau, das will ich auch. Ich bin jetzt bei Ken und Julie. Holla. Und schaut euch mal dieses geile Bild an hier. So, nice. Wir schauen jetzt Bachelorette. Warum auch immer, richtiger Abend hier. Good morning in the morning, Leute. Ich habe mich gerade schon angefangen zu schminken, weil ich vergessen habe irgendwie, dass ich heute vloggen wollte. Auf jeden Fall mache ich mich gleich jetzt auf den Weg zum Angelo und schminke mich ein bisschen, denn da werden immer ganz viele Bilder gemacht und ich sehe immer aus wie so eine Leiche, wenn ich nicht geschminkt bin. Sarah kommt gleich und passt auf den kleinen Milo auf. Ich könnte ihn auch mitnehmen, aber ich bekomme wichtige Pakete heute, denn ich habe mir ein komplett neues Equipment bestellt für YouTube-Videos, also für meine richtigen Videos, nicht für die Vlogs. Und die Pakete kommen heute an und ich habe Sarah gefragt, ob sie die annehmen kann. Und sie meinte, ja, thank you for that. Und jetzt kommt sie gleich und verbringt den Tag hier. So, das ist mein Outfit. Oberteil ist von Pretty Little Thing. Da sieht man jetzt ein bisschen die BH durch, aber egal. Und die Hose ist von Naked. Ich kann euch beides mal in die Infobox markieren, denn ich werde oft nach meinen Anziehsachen gefragt. Jetzt gehe ich schnell Gassi und dann kommt auch schon Sarah. Tschüss, ihr beiden Süßen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss. So, Leute, wir haben 10.52 Uhr und ich bin angekommen. Fabio, Grüße gehen raus an dich. Mit dir wäre ich in einer Stunde noch nicht da. Nein, Spaß, aber ich bin jetzt da. Ich gehe jetzt rein und melde mich dann bei euch. Ich habe ein Stativ auch diesmal dabei. Ich habe immer gestruggelt mit dem Stativ, aber jetzt ist es hier. So, Leute, ich bin ready to go. Wir gehen jetzt noch ein bisschen heller, weil ich möchte die so richtig blond haben. Und ja, wir setzen den Ansatz wieder hoch. Beziehungsweise die Stirn wieder hoch und dann bin ich wieder blond. So, Leute, das ist der Zwischenstand. Ich bin eingepackt. Und das Ganze rückt jetzt ein. So, es wird jetzt alles abmattiert. Und jetzt warte ich. Und warte ich. Bin richtig gespannt, wie es aussehen wird, Leute. Ich bin hässlich oder warum hast du mich vermeiden? Ja, mit der Witze. Ob
Dankeschön. Ich mach dir nur die Haare vor. Ich will schon hoch, denke ich, ja. Yay. Leute, das ist Valentino. Er ist heute da für einen kleinen Haarschnitt. Das Versuchskaninchen. Er kommt öfters die Woche, weil er sich hier wohlfühlt. Ich will es hier sehr fixieren. Ja. So, ich bin ready to go. Mein Auto steht auch noch hier. Ich dachte kurz, es wäre weg. Das ist das fertige Ergebnis. Es sieht so, so schön aus. Ich bin richtig zufrieden mal wieder. Ich gehe halt immer wieder in so Abständen hin, um das immer ein bisschen aufzuhellen. Aber ja, mal sehen, wie lange das noch geht. Mal sehen, wann ich wieder braun werde. Viele wünschen sich die braune Jasmin wieder. Und sie kommt auch wieder, aber ja, in ein paar Monaten. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Ich sterbe. Hey Freunde, ich war kurz zu Hause und jetzt befinde ich mich schon wieder auf dem Weg. Beziehungsweise ich bin jetzt schon wieder unterwegs. Ich gehe nämlich mit Sarah König der Löwen gucken. Die wollte das unbedingt gucken die ganze Zeit und sie hat mir heute einen Gefallen getan. Und dann dachte ich mir, komm, tue ich der Lieben auch mal einen Gefallen und schaue mit ihr König der Löwen, weil ich habe halt den Film schon geguckt. Aber ich glaube, König der Löwen geht immer. Ich habe jetzt original 20 Minuten nach einem Parkplatz gesucht. Der Film beginnt schon seit 10 Minuten, aber mit Werbung. Und jetzt geht's los. Leute, da versuche ich einmal, ein guter Mensch zu sein und zu Hause zu essen und nicht immer rauszugehen. Da kaufe ich mir eine Milch, die einen Monat abgelaufen ist. Wie geht denn sowas? Wer hat denn sowas da noch im Sortiment? Oh mein Gott. Ich könnte ausrasten. Ich mache mir jetzt Porridge zum ersten Mal, probiere das und berichte euch. ja. Ich bin richtig gespannt. Okay, Leute, so sieht es gerade aus. Ich habe fertig gekocht und ich mache jetzt den ultimativen Live-Test mit euch. Ich will es euch nicht zeigen, weil es wirklich unappetitlich aussieht. Aber das schmeckt wirklich gut. I like. Ich habe es ein bisschen ungesund gemacht. Also, falls ihr dachtet, das wird jetzt irgendwas Gesundes, nope. Aber schmeckt wirklich gut. Ich habe noch Nutella dazu hinzugefügt. Also ich muss schon sagen, das macht unnormal satt. Ich habe jetzt... Hallo? Aber du musst nur Milch kaufen, bitte. Ich war da gerade auch, habe Milch geholt und die ist einfach abgelaufen seit einem Monat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich satt sein werde. Ich hoffe nicht lange, denn ich werde zunehmen. Ich wollte es einfach nur mal probieren, weil ich diesen Hype nachvollziehen wollte. Warte, ich muss mal kurz klarkommen. Ich habe mir mein Equipment bestellt. Und DHL war das, glaube ich. Die haben mir, oder Amazon selber, ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht DPD. Die haben mir meine Sendung gestern gebracht. Alles normal. DPD bekommt es nicht auf die Reihe, mir mein Paket zu bringen und sagen, sie hätten mich zweimal verpasst. Like, what the fuck? Ich bin die ganze Zeit hier, mache gar nichts, außer auf mein Paket zu warten. Und die sagen einfach so dreist, dass sie mich verpasst haben. Hä? Ich bin gerade bei Reckles. Und diese Gestörten. Wir wollten alle Soßen ausprobieren, die es gibt bei Chicken Nuggets. Bei der bin ich am meisten gespannt. Also Leute, ihr müsst wissen, bei uns im Freundeskreis gibt es so verschiedene Rollen. Und Meres gönnt keinem und will nicht teilen. Und ja. Ich bin ganz glücklich mit meinem Cheeseburger und meinem Pommes. Oh, jetzt fühle ich so. Jetzt will er die Soße teilen. Ich möchte das alles versauen. Nein.
Au, alle sind hier durcheinander. Ich bin so aufgeregt. Ach, die Scheiße. Das erinnert mich an Spy. Unnormal gut. Unnormal gut. Oh Leute, Leute. Product Placement, ne? Was soll das? Darf ich das? Leichte Schafe. Die Western-Soße bei Mc's. Ein vorzüglicher leichter scharfer Nach. Ja, ist echt scharf, aber ich, geil. Ich mag Schärfe nicht, aber das ist eine gute Schärfe. Ich glaube, das ist wie asiatische Chili-Soße. Achso. Oh mein Gott. Ich bin gerade mega glücklich. Das ist nicht diese Chili-Soße wie scharf, sondern diese asiatische. Geil. Alter. Haben wir noch mehr Western-Soße? Und geh mal hier. Ja, ja. Jetzt Sour Cream. Okay, ich glaube, das könnte auch nicht so lecker sein. Gut? Ja, ist gut. Mehr Western, bitte. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du die Western so magst. Soll ich noch holen gehen? So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Es ist der next day. Ich habe meine Kamera finally erhalten. Das heißt, ja, heute werden direkt Videos gedreht. Mit hoffentlich besserer Qualität. Ich bin gespannt, wie die sein wird. Ich lade die gerade auf, die Kamera. Und ja, deswegen beende ich jetzt hier mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls er euch gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis ganz, ganz bald. Adieu.